Noah hatte eine Frau und drei Söhne. Die Söhne hießen Sem, Ham und Japhet. Jeder von ihnen hatte eine Frau. Zu der Familie von Noah gehörten also 8 Personen. Noah und seine Familie lebten einträchtig miteinander und mit all den Tieren, die sie hatten. Während sonst überall um ihn herum schlechte Menschen lebten, die boshaft, gierig und verkommen lebten, war Noah stets untadelig. Er war ein rechtschaffender Mann, der vollkommen war unter seinen Zeitgenossen. Die Menschen, die Gott erschaffen hatte, verbreiteten sich über die ganze Erde. Aber sie kümmerten sich nicht um das Gute. Fast alles, was sie dachten und taten, war böse. Und darüber war Gott traurig. Gott hatte für Noah eine ganz besondere Aufgabe. Noah sollte die Arche bauen. Noah gehorchte Gott und begann mit dem Bau. Gott offenbarte Noah, dass er die Erde und alles Fleisch auf ihr verderben müsse, weil die Erde voller Gewalttat war. Gott selbst würde Noah, seine Frau, seine drei Söhne und ihre Frauen in der Arche retten, sodass sie am Leben bleiben würden. Die Arche sollte wie ein langer Kasten aussehen und so groß werden wie ein Schiff. Gott hat gesagt, die Arche soll 3 Stockwerke und mehrere Räume haben. Die Räume waren für Noah und seine Familie, für die Tiere, das Essen und das Tierfutter. Noah und seine Söhne haben auf Gott gehört und haben angefangen zu bauen. Aber die anderen Leute lachten nur. Sie wollten nicht hören. Sie wollten sich nicht ändern. Als Noah ihnen sagte, was Gott vorhatte, wollten sie ihm nicht glauben. Noah sollte die Arche wasserdicht machen. Gott hat gesagt, die ganze Erde wird mit Wasser überschwemmt. Alle, die nicht in der Arche sind, werden bei der Sintflut sterben. Es hat ziemlich lange gedauert, die Arche zu bauen, weil sie so groß war. Gott wollte, dass neben Noah und seiner Familie immer 2 von jedem Tier auf die Arche kommen, ein Männchen und ein Weibchen. Aber von manchen Tieren sollte Noah 7 Stück in die Arche bringen. Er sollte auch die verschiedenen Vögel hereinlassen. Noah hat genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Er baute die Arche so gut er nur konnte und Gott war zufrieden mit ihm. Und so machte sich Noah daran, all die Tiere zusammenzubringen, damit sie auf der Arche die Sintflut überleben würden. Das Essen und Trinken für die Menschen und das Futter für die Tiere wurden auf die Arche gebracht. Alles wurde hergerichtet, damit die, die in der Arche waren, die Sintflut gut überstehen. Musik
Nach vielen Monaten war die Arche fertig und Noah sah in die Ferne. Da kamen sie von überall her. Tiere jeder Art strömten zur Arche. Kleine und große, laufende und kriechende, fliegende und krabbelnde. Es war ein prächtiges Bild und alle Tiere kamen zur Arche, um zu tun, was Gott von ihnen erwartete. Während Noah die Tiere in der Arche versammelte, lebten die Menschen, die nicht in der Arche waren, so weiter wie bisher. Sie hatten immer noch nicht geglaubt, dass die Sintflut kommt. Dann wurden die Tore der Arche geschlossen, denn die Zeit war gekommen. Es begann zu regnen, zunächst nur wenig, doch schon in kurzer Zeit sehr stark und immer stärker. Noah hatte also recht gehabt. Aber jetzt war es zu spät, in die Arche zu gehen. Gott hatte die Tür fest verschlossen. Und die große Sintflut begann über die Erde hereinzubrechen. Zuerst waren die Täler überschwemmt. Kleine Bäche sind zu wilden Flüssen geworden. Das Wasser hat Bäume umgerissen und große Steine zum Rollen gebracht. Das Wasser ist immer höher gestiegen. 40 Tage und 40 Nächte hat es geregnet. Das Wasser ist an den Bergen hochgestiegen, bis sogar die Gipfel bedeckt waren. Alle Menschen und Tiere, die nicht in der Arche waren, sind gestorben, genau wie Gott gesagt hat. Aber denen, die in der Arche waren, ist nichts passiert.
Und so war die ganze Welt überschwemmt und die schlechten Menschen starben und all ihr Hab und Gut waren wertlos geworden. Das Wasser hatte die Arche hochgehoben und sie ist geschwommen. Es war zwar unruhig und die Arche hat mächtig geschaukelt in den Fluten, doch letztlich ist keinem an Bord der Arche etwas passiert. Noah und seine Familie hatten viel zu tun auf der Arche. Die Tiere mussten versorgt und gepflegt werden, und die Arche musste den größten und schlimmsten Wellen widerstehen. Und die Tiere an Bord mussten sich verstehen. Auch jene, die sich woanders gefährlich geworden wären, kamen hier auf der Arche miteinander aus. Auch dies war sicher Gottes Werk. Nachdem es aufgehört hatte zu regnen, hat eines Tages wieder die Sonne geschienen. Die Sintflut war vorüber und alle waren sehr, sehr froh. Aber draußen gab es nichts zu sehen. Überall nur Wasser. Nur Wasser und die Arche, sonst nichts.
So trieben sie in ihrer Arche über die unendlichen Wassermassen hinweg. Eines Tages dann jedoch geschah es. Die Arche war auf dem Gebirge Ararat aufgeschlagen. Noah öffnete das Fenster und blickte hinaus. Noah schickte eine Krähe aus der Arche. Diese flog etwas umher, kehrte aber bald danach wieder zurück. Danach schickte Noah eine Taube los. Doch auch diese fand keinen Platz, wo sie sich setzen konnte. Nach einiger Zeit kehrte auch sie wieder zur Arche zurück, weil die Erde noch immer überall mit Wasser bedeckt war. Noah wartete weitere 7 Tage und ließ dann erneut eine Taube von der Arche wegfliegen. Diesmal kehrte sie zurück und brachte in ihrem Schnabel einen Olivenzweig mit. Noah war sehr glücklich, denn er erkannte, dass sich das Wasser von der Erde zurückzog. Das Wasser hatte sich zurückgezogen und überall blühte es. Es war der Neubeginn für alle Menschen und Tiere auf der Erde. Gott hat nun zu Noah gesagt: Geh aus der Arche hinaus, nimm deine ganze Familie und die Tiere mit.
Bald war der Boden wieder ganz trocken. Noah und seine Familie konnten ein neues Leben anfangen. Gott hat sie gesegnet und gesagt, ihr sollt viele Kinder haben. Ihr sollt so viele werden, dass auf der ganzen Erde Menschen leben. Noah ließ alle Tiere hinaus und sie bevölkerten die Welt und waren der Anfang einer neuen Zeit. Da sprach Gott zu Noah, ich schließe einen Bund mit dir und mit allen Menschen und Tieren, die nach dir auf der Erde leben. Ich verspreche, keine große Flut wird mir das Leben vernichten. Solange die Erde besteht, soll alles seinen geordneten Rang haben. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das Zeichen für mein Versprechen soll der Regenbogen sein. So wurde die Arche nicht mehr gebraucht. Sie hatte all die Tiere und die Familie von Noah beherbergt und war ihnen Schutz und Schild vor der Sintflut. Doch etwas Neues hatte sich einen Weg gebahnt. Eine neue Zeit hatte begonnen. Eine Zeit, in der Gutes getan und ein gottgerechtes Leben vor allem anderen stehen sollte. Gott segnete Noah und seine Söhne und errichtete einen Bund mit ihnen und mit jedem lebendigen Wesen und setzte den Regenbogen in den Wolken als das Zeichen für diesen Bund ein. Er gab Noah und seinen Söhnen Gewalt und Autorität über alle Tiere der Erde und über alle Vögel des Himmels. Gott segnete die Erde und stellte sie unter der Herrschaft Noahs und seiner Nachkommen. Dies war ein neuer Anfang auf einer gereinigten Erde. Doch auch in dieser neuen Welt dauerte es nicht lange, bis der Mensch, dem die Regierung anvertraut war, in Sünde fiel. Somit gilt die Menschheit wiederum und bis heute als unrecht und schlecht. Die Menschen haben scheinbar aus der Sintflut nichts gelernt. Und gerade deshalb muss man sich selbst immer wieder fragen, ob das, was man tut und denkt, richtig und gerecht ist.